rechts. Genau, so ist schöner, weil dann sind wir eher so zentriert. Ne? Genau. Ihr stellt euch genauso, wie ihr jetzt spielt, wenn ihr von der Garage vorkommt. Musik ist für mich ganz besonders, weil sie ganz vielseitig auf mich persönlich auch wirken kann. Die Energie, die mir der Chor gibt und die Energie, die Musik an sich, wie Musik berühren kann, ist einfach so was ganz, ganz Besonderes und verbindet Menschen. Also die Maria zu beschreiben ist nicht ganz so einfach, aber auf jeden Fall ist sie sehr engagiert. Sie ist sehr geduldig mit uns und auf jeden Fall auch immer voller kreativer neuer Ideen. Ja. Zielstrebig ohne Ende, das ist schon wieder eins zu viel, aber so eine Zielstrebigkeit, um so einen Sack Flöhe wie uns zusammenzuhalten, ist glaube ich nicht ganz einfach. Ja. Du kannst ja auch mit kleinen Dingen den Menschen eine Freude bringen. Oh, Maria. Perfektionistisch? Angespannt? Ja, mir fehlen die Worte. Mit drei Worten kannst du es schlecht beschreiben. Perfektionistisch, angespannt. Akribisch. Ja, perfektionistisch. Klar. Und willensstark. Willensstark. Ich bin Maria. Ich bin Musiktherapeutin und Logopädin und leite den Chor Lauter Töne. Ja, sehr gut. Sehr gut, Lisa. Wir für euch ist unser Benefizkonzert zugunsten des Ronald McDonald Hauses in Jena. Eine Kinderhilfestiftung, die schwerkranken Kindern und deren Familien hilft. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass Familien, die schwerkranke Kinder haben, Unterstützung bekommen. Und dadurch, dass ich sehr gern Musik mache und auch ganz viele begeisterte Freunde und Bekannte habe, die Musik machen, war es eigentlich die logische Konsequenz, einen Chor zu gründen. Da kamen mal Schülerinnen im Jahre 2014. Die hatten bei mir Religion und haben eine Projektarbeit geschrieben, die Schüler in der 10. ja schreiben müssen. Und sie organisieren als Projektarbeit einen Spendenlauf fürs Ronald McDonald Haus in Jena. Ich kannte das bis dahin gar nicht. Und sie brauchten Geld, brauchten Sponsoren. Und mein Mann arbeitet doch auf der Bank. Da war ich dafür zuständig dann gewesen. Genau. Und das hat sich dann über die Jahre so etabliert, In der Schule, da war wenig, sag ich Interesse mal, gewesen. Wenig Interesse gewesen, das fortzuführen. Und da bin ich heim. Und wir haben es in die eigene Hand genommen. Und da habe ich gesagt, Maria, so und so sieht's aus, wollen wir was machen? Ja. Ja, genau. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Ja. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Einen lauter kriegen wir noch. Yeah, 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 yeah. Lieber Chor, Mädels, Jungs, es wird langsam spannend. Freitag ist unser Konzert und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin total aufgeregt und freue mich jetzt auf unsere letzten beiden Proben. Und können wir starten, würde ich sagen. Der Planungsaufwand für so ein Benefizkonzert ist natürlich immens. Schon wenn ein Konzert zu Ende ist, wird ein neues Konzert geplant. Dazu gehören die Chorproben, die jeden Montag stattfinden. Dazu gehören Unterstützer, Sponsorensuche. Also es ist wirklich das ganze Jahr über Arbeit und aber totale positive Motivation, wenn man sieht, was dann daraus geschaffen werden kann. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday, some.
sometimes it just turns out that way. Achtes Benefizkonzert. Genau, wir haben ja schon das dritte Konzert in dem Garten. Und denkt dran, die Leute, die wollen sehen, dass wir Spaß haben. Yeah. Verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum mittlerweile achten Konzert Wir für euch hier in Scharlach. An diesem Abend heute möchten wir wieder Spenden sammeln für das Ronald McDonald House in Jena. Und dazu möchte ich die Steffi Bücker, die Leiterin des Ronald McDonald Houses, kurz zu mir bitten. Steffi, für all diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, was ist das Ronald McDonald House und worum geht es bei euch? Das Ronald McDonald House ist ein Zuhause auf Zeit für Familien mit schwerkranken Kindern. Bei uns im Haus können 11 Familien gleichzeitig wohnen. In der Zeit, wo ihre Kinder im Universitätsklinikum Jena therapiert und behandelt werden. Das heißt, wir haben überwiegend Kinder mit onkologischen Erkrankungen und die ganz, ganz, ganz Kleinen, die frühgeborenen Babys. Und die sind alle über einen sehr langen Zeitraum hier. Und für die ist es ganz, ganz wichtig, dass ihre Eltern einfach bei ihnen sein können in dieser Zeit. So, und wie war es denn heute im Klinikum? Ja, gut. Ja, und morgen geht es dann los, ne? Ja, unser Haus braucht im Jahr ungefähr 180.000 Euro. Dass es existieren kann. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass Dritte von außen für uns Veranstaltungen, Konzerte, egal was machen, um dass Spenden gesammelt werden können. Denn nur alleine über die Übernachtungskosten würde es nicht reichen. Und wir sind halt wirklich darauf angewiesen, auf unsere ehrenamtlichen Helfer, auf Spender, wie unsere Familie Grohmann aus Schala, die das ja schon so lange machen. Und das ist eine Riesenbereicherung für uns. Im letzten Jahr haben wir die unglaubliche Summe, und ich finde es wirklich unglaublich und bemerkenswert, von 4.000 Euro hier zusammen erspielt, ersungen, erbastelt. Schaffen wir das wieder? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Oder ich wünsche es mir. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude mit One Heart Beating. Und wir hoffen, dass One Heart Beating auch, ja, dass dieses Gefühl einfach irgendwie sich heute hier ausbreiten kann und wir alle den Rhythmus fühlen und die Musik fühlen. Viel Freude damit! Everybody got the
Also es sind so viele Dinge, die wir da so machen, wo auch die Mitarbeiter ihr Herz reinstecken. Und ich denke, dieser finanzielle, so gut es auch ist, ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von dem Engagement. Und deshalb freue ich mich auch wieder, dass ich wieder einen Check mit 800 Euro überreichen darf. So sollten ja die 4.000, ich wollte schon 400.000 sagen, die 4.000 schnell erreichen werden. Ja, wir haben dieses Jahr etwas ganz Tolles und ganz Besonderes gemacht, denn unser Chor ist ja nicht nur musikalisch kreativ. Wir haben dieses Jahr mal zum Pinsel gegriffen. Unter Anleitung von der lieben Susanne May haben wir ganz tolle Bilder gemalt, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Meine bezaubernden Assistenten halten die in die Luft. Wunderschön. Und diese Bilder, ein kleines Stück Verbundenheit mit uns in unserem Chor, könnt ihr heute ersteigern. Yeah! Kommen wir zu unserem allerletzten Kunstwerk. Dieses Kunstwerk trägt den wunderschönen Titel Chorlichter und wurde gezeichnet von der Morgana und unserer Chefin, der Maria. Höre ich mehr als 90? 95. 95. Wahnsinn. Mehr als 95? 100. Zum ersten, zum zweiten verkauft an den netten Hamburger. Ja. Vielen lieben Dank! Wir bedanken uns bei all unseren Gästen, beim Publikum. Ihr wart das beste Publikum ever, was wir jemals hier hatten. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir uns alle nächstes Jahr wiedersehen. Und unser letztes Lied habt ihr ja schon. Bitte? Unser letztes Lied habt ihr ja schon gehört. Also, einen schönen Abend an alle. Bist du dir sicher, dass das letzte Lied war? Nein. Seid ihr euch sicher, dass das das letzte Lied war? Nein. Was wollt ihr vielleicht noch? Nein. Das ist viel zu leise. Ich höre noch nicht. Und was sagen Sie? Deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus. Für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, hör niemals damit auf. Wirklich cool, dass wir das dieses Jahr im Garten wieder so gerockt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes gerockt mit dem ersten Lied, Rock My Soul. Das hat echt cool geklappt. Das haben wir nochmal zum Ausklang gesungen. Und da sind die Leute auch richtig cool drauf gewesen, sind dann mit uns rausgelaufen und haben nochmal alle mit geklatscht und applaudiert. Genau, also wir konnten insgesamt 4.300 Euro spenden an das Rock My Soul. Vielen Dank für euer Engagement.